Hallo Leute, Nutfail Symmetry hier und willkommen zu einem weiteren Montagsvideo auf Deutsch. Heute wird leider nichts ausgepackt, sondern eher, ja, so gezeigt, was ich denn ertauscht bekommen habe, sag ich mal. Und weil ich auch angefragt wurde, dass ich denn auch mal meine Sammlung zeige, dachte ich fange heute einfach mal damit an. Zuerst möchte ich mich bei Absol123 bedanken für den reibungslosen Tausch. Also hat alles super geklappt. Ich habe die beiden Karten sicher bekommen und ich hoffe, dass meine Karten spätestens morgen oder übermorgen auch bei dir ankommen. Also vielen Dank dafür. Ja, das ist auch eine gute Info für euch, ne? Ist ein super Tauschpartner, also bräuchte ich keine Sorgen machen. Dann habe ich hier noch Tauschkarten für Lison. Genau, der kriegt die drei Karten hier. Im Gegenzug kriege ich drei, ich glaube, Holos aus XY. Und dann haben wir hier noch Pokefabi, der kriegt Tohaido EX und ein Electroball Prime. Für, ich glaube, ein Xeros Full Art war das. Ja, wie ihr seht, eure Karten sind einpackbereit hier. Und werden dann auch gleich verschlossen und morgen zur Post gebracht. Nur damit ihr Bescheid wisst. Suppenhühner, falls du zuschaust, dein Gewinn geht erst Freitag raus, weil ich fürs Päckchen ja ein bisschen mehr Versand zahlen muss. Und ne, als Student ist man sowieso chronisch pleite. Deswegen warte ich dann brav auf mein Gehalt. So, kommen wir nun zur Sammlung. Wie ihr sehen könnt, das sind hier so alle Tinboxen, die ich besitze. Das werden mal weniger, mal mehr sein, weil ich dann doch auch einige verkaufe, zusammen mit 100 oder 200 doppelten Karten, die ich dann irgendwie mal habe, wenn ich zum Beispiel ein Display gekauft habe oder sowas. Dann habe ich hier einen Ordner. Davon habe ich drei Stück. Gefüllt mit den Pokémon-Karten. Weil ich sortiere nämlich nach Set. Also deswegen sind hier auch ganz viele Lücken. Der ganze Ordner ist also nicht mit Pokémon-Karten gefüllt, leider. Ja, wie gesagt, ich sortiere nach Set und nach der Set-Nummer. Fangen wir an mit dem Basisset. Da, wie ihr seht, habe ich nicht wirklich viel. Das sind alles die älteren Karten. Hoppala. Das kommt davon, wenn man so viele Karten, also viele Folien in einen Ordner zwängt. Ja, also ich bin weit entfernt davon, das irgendwie zu komplettieren, was die Holos zumindest anbelangt. Und ja, ich würde jetzt hier einfach mal so durchblättern. Ihr könnt hier Pause drücken, wenn euch irgendwas interessiert. Aber ich sage auch schon mal im Vorfeld, zum Tauschen findet ihr hier nichts. Außer ich sage das irgendwie an, aber davon habe ich keine doppelt. Von daher. Ach Gott, so. Wird da nicht viel zu tauschen dabei sein. Ja, manche habe ich halt mit euch geöffnet, manche Karten. Viele habe ich dann auch aus irgendwie eBay-Auktionen oder sowas bekommen. Also gerade die älteren Sachen, da bin ich dabei, irgendwie die Sets zu komplettieren. Ich habe ja auch erst relativ spät wieder angefangen mit dem Pokémon-Karten sammeln. Ich glaube, so zum Release von Phantomkräfte erst wieder. Und ja, war ein ganzes Stück Arbeit, sagen wir mal, den Kram hier zusammenzukriegen. Aber doch, ich bin eigentlich ganz stolz auf meine Sammlung. Also ich werde hier jetzt zum Beispiel, das mag ich total. Das ist japanisch. Blaines Lavados. Finde ich total hübsch. Oder Erikas Dragonier. Noch die Rocket Fallen. Also ich sortiere das jetzt auch nicht wirklich nach. So, da bin ich wieder. Da hat mein Wecker doch gleich mein Video abgebrochen. Aber naja, machen wir weiter. Also was ich gesagt habe, ich sortiere zumindest die älteren Sets nicht nach irgendwie Sprachen, sondern wenn ich eine Karte habe, sei es Japanisch oder Englisch oder Deutsch, dann ist sie dann auch der Platzhalter für das Set sozusagen.
Hier kommen die meisten japanischen, wie ihr sehen könnt. Voilà. Ich blätter da jetzt einfach mal so durch und halte irgendwie an bei Sachen, die ich zeigenswert finde. Zum Beispiel das Pichu hier finde ich total niedlich. Und mein Tornopto, das habe ich selber gezogen vor was weiß ich wie vielen Jahren. Das wollten dann auch immer alle Kinder mit mir tauschen, aber ich bin eisern geblieben. Das habe ich dann doch behalten. Was gibt's denn noch zu sagen? Ja, morgen ein ganz normales Auspackvideo. Ich glaube, es sind zwei Proto-Shock-Booster. Ja, dann werde ich Freitag nach Hannover gehen, um, ja, sagen wir mal, den Monatseinkauf an Pokémon-Karten zu tätigen, die ich dann zusammen mit euch auspacken werde. Und ja, mal schauen, was ich finde. Also bestimmt wird Drachenleuchten dabei sein. So viel kann ich schon mal verraten. Also ich hoffe zumindest. Aber dann auch wahrscheinlich ältere Tinboxen, je nachdem, was Hannover gerade anzubieten hat. Und ja, schauen wir mal, wie das wird. Dieses Videoformat, sagen wir mal, wird die nächsten 2 Wochen so weitergehen. Ich habe ja noch 2 andere Ordner. Aber dann weiß ich selber noch nicht, was ich montags machen werde. Ob ich wieder englische Auspackvideos mache, ob ich den Montag total fallen lasse oder einfach irgendwie ein Update gebe von wegen von irgendwelchen Karten, die ich zu tauschen habe mit euch. Da bin ich mir noch nicht so sicher, weil 2-mal die Woche irgendwas Schönes auspacken ist dann doch auf Dauer sehr kostspielig. Auch wenn ich es gerne gemacht habe. Aber ich muss da jetzt für meinen neuen Laptop sparen. Und da glaube ich, ist 1-mal die Woche ja ertragbar, würde ich so behaupten. Ja, was haben wir denn hier? Jetzt kommen wir ein bisschen zu den neueren Sets Diamant und Perle. Ist da irgendwas Tolles mit bei? Voilà. Ich glaube nicht. Oh. Ja, so seht ihr dann auch automatisch, was für Karten mir fehlen, ne? Das sind viele. Deswegen lasst euch von diesem Ordner oder von der Größe des Ordners irgendwie nicht beeindrucken, weil das meiste fehlt. Ja, dann noch vielleicht die 3 hübschen hier. Suicune, Raikou und Entei. Die waren noch in der Tinbox drin. Oder in den Tinboxen, besser gesagt. Die habe ich auch irgendwann mal im Rahmen dieses Videos oder dieser Videos, die ich drehe, auch irgendwo mal aufgemacht, sei es auf Englisch oder sei es auf Deutsch. Und ja, ansonsten kommt hier, glaube ich, nichts Spektakuläres mehr. Oder? Also EX-Karten etc. bestimmt nicht. Die sind doch erst im 2. Ordner. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ich könnte natürlich auch falsch liegen. Da haben wir noch einen Grodon. Ich schau mal kurz. Ich glaube, nee. Irgendwas Tolles ist hier nicht mehr. Nee. Ja, das war die Vorzeigerunde für diese Woche, würde ich mal sagen. Wie gesagt, morgen geht es weiter mit einem ganz, ganz normalen Video. Und ja, bis dahin, genießt diesen Feiertag. Macht, worauf ihr Lust habt. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen mit 2 Protoshock-Boostern. Bis dann, tschüss.